was in dieser Folge passieren wird. 99%iger Motor, so einen stark abgenutzten Motor hatte ich wirklich noch nie. Sehr, sehr schwierig, ja, da geht jetzt auch Yuki vorbei und jetzt auch noch Nico. Und ja, hier können wir das Ganze noch von Nico abwehren. Abwehren's. Und ich realisiere ganz, ganz spät, oh mein Gott, Leute, oh, da kommt's hin zum Crash. Also, das erwartet euch heute in Belgien, wie auch wieder mit einem Sprint. Und was soll ich euch sagen, es wird ein crazy Rennen, beinahe Motorschaden. Wir haben einen beinahe Crash mit Lance Stroll, der wirklich hardcore eng wird und ein episch legendäres Wohnmanöver. Nur das ein Minimum unseres Rennens heute hier in Belgien Spa. Willkommen damit auch zu unserer F1 23 My Team Karriere. Natürlich mit Audi Season 2 und hier in Spa-Francorchamps. 7.004 Meter, 2 DRS-Zone, 19 Kurven. Und eine Strecke, ja, was soll ich sagen, perfekt. Perfektion. Es ist natürlich wirklich, es passiert jedes Jahr oder gefühlt jedes zweite, dritte Jahr hier ein sehr schlimmer Unfall. Und es ist auch eine der gefährlichsten Strecken überhaupt. Aber dennoch muss man auch sagen, die Strecke ist traditionell und einfach nur wunderbar. Los geht's hier, Turn 1, Lasuras haben wir ein bisschen den Scheitel verpasst. Aber ich muss sagen, Michael ist natürlich hier in seinem Wohnzimmer zu Hause, der ist unfassbar stark. Auch hier sind wir zwar nur 17, 18 und ich pushe hier, was das Zeug hält. Nur was ich zu diesem Moment nicht weiß, ist, ich habe nämlich vor dem Rennen, also ich habe die Komponenten ausgetauscht im letzten Video und ich wusste halt eben nicht, dass sich das nicht übernommen hat. Und ich war hier immer noch mit dem 80%igen Motor herum. Das ist auch der Grund, warum ich rauche. Ich schaue halt nur nie rückwärts und ich habe auch im Qualifying keinen Spiegel oder so. Und das ist jetzt auch das Problem, warum ich mich heute hier wirklich so schwer tue, weil wir einfach, was soll ich sagen, ein Auto haben, wo der Motor einfach nicht mehr die Leistung abrufen kann. Hier kommen wir unfassbar gut aus der Kurve raus und mich verwundert es auch, man, ich fahre hier fast wie ein Weltmeister und dennoch reicht es hier kaum für Verbesserung. 2 Zehntel und die geht wieder runter, aber natürlich hätte ich mal auf die kmh schauen sollen, denn wir haben wenig Beschleunigung und auch unten, man sieht es auch, dass sich das Auto richtig schwer tut. Hier haben wir wieder eine halbe Sekunde gut gemacht. Das ist okay, wir wären eine Zehntel nur schneller wie der Michael. Also da muss schon eine riesen Lücke sein. Und es muss halt wirklich unfassbar. Zeit müssen wir hier im Buster, boah, da komme ich ins Gras. Aber weil ich auch schon ein bisschen verzweifelt bin, die Runde fühlt sich an, als ob ich für Pole fahren könnte. Aber dennoch fehlt es hier überall. Wir haben kaum in den Vollspeed-Passagen Zeit gut gemacht, hier aus der letzten Kurve raus, da nehmen wir nochmal ein bisschen, da rutscht aber nicht gut, da geht's gut auf 3, 2 Zehntel und das reicht nicht mal, das ist P20, Leute, also gehen wir mal in Sprint und ja, jetzt kommt dann allmählich mein Aha-Moment, denn jetzt geht's mal los hier, Sprint in Belgien, Season 2, Start war okay, wir kommen besser als Guan Yu und auch besser als Michael weg und das sehe ich schon, ich rauche und dann kommt mir schon so ein bisschen der Gedanke, ja, machen wir hier bitte nicht den Piastri. Ja, ist zwar kein Ferrari hier, den müssen wir auch wieder direkt ziehen lassen. Guckt euch das mal an. Und dann kommen mir die Gedanken der Mutter so orange-rötlich. Und da sind wir auf 96%. Und ich bin jetzt wirklich überhaupt im Überlegen, ob sich das überhaupt ausgehen kann. Ich meine, ich darf nicht mal 1% Motorleistung pro Runde verbrauchen. Sonst wäre das das aus für mich hier. Und ja, egal, ich muss alles machen und da crasht Jack Doohan in die Seite von Lance Stroll rein. Dann nehmen wir uns hier den Platz zugute, 12. Platz. Und ja, was soll ich sagen, jetzt müssen wir dann nach diesem Sprint dennoch austauschen, Parc Fermé brechen und starten dann erst recht von ganz hinten. Was natürlich jetzt absolut in meinem Fall hier keinen großen Sinn ergibt. Denn wenn ich, ihr wisst ja, wenn man den Parc Fermé austauscht, ist es egal, ob es mit Strafen oder ohne Strafen ist, man bekommt dennoch Strafen, wenn man ja am Auto was werkt, denke ich mal, kein Plan, oder ja, ich weiß nicht, also das ist natürlich sehr blöd gelaufen, hier meine Angehensweise, 97% der Motor nach einer Runde, wir haben noch 3% übrig und wir haben aber noch unfassbare, ja, 4 Runden zu gehen, das wird wirklich sehr knapp werden. Deswegen auch ein bisschen Schwunggang vom Motor her. Wir haben noch unseren Teamkollegen überholt, was mich echt wundert. Schwierigkeit 94, falls sich die Leute hier fragen. Es ist immer die gleiche Schwierigkeit, außer ich sag's. Also Monaco, Silverstone, Singapur, Monaco, Singapur, was noch? Boah.
wo sind wir noch ganz schwach. In Budapest zum Beispiel, da fahre ich meistens 91,90, also kommt wirklich darauf an und guckt euch das mal an. Mir kommen, sollte das hier schon spanisch vorkommen, dass Stroll mit so einem Überschuss hier einfach an mir vorbeifahren kann. Jetzt rückt mich hier schon richtig an. Ja, und im Windschatten reicht das. ERS ist noch genug da. Und jetzt sind wir hier wieder zurück. Back to back am 11. Platz. Das ist okay. Ja, da können wir reingehen. Und das ist der 11. Platz. Meine Damen und Herren, Gasly jetzt vor uns. Und ja, wenn ich die drei noch vor mir holen könnte, könnte ich dennoch hier im Sprint einen Punkt holen. Und das wäre natürlich schon wirklich mega. Angesichts meiner Ausgangssituation hier ist das wirklich, ja, eigentlich Schadensbegrenzung, aber trotzdem sehr, sehr gut. Mich wundert es ein bisschen, dass Michael trotz des guten Qualifyings eher semi-gut hier zurechtkommt im Rennen. Und ja, jetzt, es wird halt wirklich von Runde zu Runde schlechter. 98%. Und ich hoffe wirklich, dass wir nicht noch diesen 1% hier irgendwie noch in dieser Runde und dann in der letzten Runde irgendwie auslaufen oder so, denn das wäre der Worst Case. Ich meine, Punkte gibt es so und so keine. Also eigentlich habe ich ja nichts zu gewinnen heute mehr. Aber es kann ja dennoch noch ein Crash kommen, noch irgendwie ein Auto, was langsam wird. Das ist halt alles so possible. Und die Punkte sind dann natürlich nicht weit weg. 4 Plätze wären es, die uns hier von einem Punkt trennen. Es ist natürlich schade, denn wenn dieser Motortausch funktioniert hätte, hätten wir hier im Sprint wahrscheinlich mehr, hätten wir da wahrscheinlich mehr Leistung gehabt. Jetzt auf Jack Doohan vorbei. Und jetzt, der bricht so ein bisschen dieser Motor ein. 98%. Jetzt hier noch einmal Rouge rauf. Und da drückt jetzt auch Yuki und dahinter gleich Nico Hülkenberg an. Ich meine, die roten Reifen natürlich auch hier in Spa. Sehr, sehr schwierig. Ja, da geht jetzt auch Yuki vorbei. Und jetzt auch noch Nico. Und ja, hier können wir das Ganze noch von Nico abwehren. Aber trotzdem, das ist natürlich jetzt eher so semi-gut. Wir müssen uns hier mit diesen Hinterleuten kämpfen. Und ich meine, wir sind auch ein Hinterleute, nicht falsch verstehen. Aber wenn du dann im Rennen wirklich so gut unter 99% hat der Motor, Leute. Hoffentlich hält der das durch. 99%iger Motor. So einen stark abgenutzten Motor hatte ich wirklich noch nie. Ich hatte noch nie so einen kaputten Motor hier. Und das wird eine echt krasse Situation werden. Halleluja. Da drückt jetzt auch Lando Norris an. Schwache Leistung von ihm. Nur 15. Platz. Das geht besser. Ich meine, ich weiß auch, dass es besser kann. Und hier noch einmal letzten Sektor rein. Ja, da ist der Exit verdammt wichtig. Aber ich kann hier halt auch nicht viel Schwung mitnehmen. Denn wenn ich halt wirklich so viel Energie will und so. Ja, jetzt auch noch Nori vorbei. Das ist, ja, bitter. Das ist echt bitter. Ich meine, 5 Plätze haben wir trotzdem gut gemacht. Aber ja, wir starten ja dennoch vom letzten Platz. Weil ich ja jetzt mit Parkfamilie irgendwie den Motor austauschen muss. Hier gehen wir ganz spät rein. Das lässt die Kurve zu. Gott sei Dank lässt auch Lando Norris zu. Und jetzt geht's hier noch einmal auf Start und Ziel. Es ist P14 geworden. Und der Motor hat durchgehalten. Was für ein stronges Teil. Was für ein stronges Teil. Gucken wir uns nun die volle Startaufstellung an. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Leclerc, Hamilton, Ocon, Perez, Russell, Albon, Magnussen, Gasly, Stroll, Doohan, Tsunoda, Norris, Hülkenberg, Oscar Piastri, Michael Schumacher, Sargent, Joe, Bottas, De Vries und der Wissenschaftler. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Also, wir dürfen heute aus der letzten Startreihe starten, P22 an der Seite von Nick De Vries und Lights out and the way we go. Let's go hier, Spa-Francorchamps, Hauptrennen. Nur unter Anführungsstrichen eigentlich eine kurze Distanz. Ich meine, 15 Runden ist eigentlich nichts. Wir gehen mit direkt an Michael vorbei. Keine Berührung mit Nico. Links ist wieder Lando. Der hat uns vorher noch im Sprint locker geholt. Jetzt, ja, auch locker eigentlich. Und ja, jetzt hier im Windschatten, glaube ich, könnten wir aber oben an Rouge, da könnten wir wirklich die besseren Karten haben. Boah, da kommt der Pendler mitten in Rouge. Und das ist dann, naja, Radignan fast zum Ausbruch.
vor meinem Auto gekommen. Das war wirklich scharf. Bremsen hier, verdammt, Brüder, können wir uns neben Norris setzen. Lasse ich aber auch innen ihn noch genug Platz zum Atmen. Und das ist P15. Das wäre jetzt auch mein eigentlicher Startplatz gewesen, ohne diesen Motorschaden. Also ohne diesen Motorwechsel, ohne die Komponenten. Und jetzt hier Nico. Und das Dumme ist halt wirklich, ich habe nur den Motor getauscht. Sprich, ich hätte eigentlich alles tauschen können, denn ich wusste nicht, dass es Strafen gibt. Ich hätte wirklich alles tauschen können und hätte ja wirklich nur einmal Strafen bekommen für einmal den kompletten Power Unit Wechsel. Und jetzt muss ich halt wirklich irgendwann, sollte sich das nicht ausgehen, am Ende der Season, ja, da schlüpft Piastri wieder durch, ja, da können wir jetzt wieder dagegen gehen. Ja, das war jetzt ein dummer Rutscher für mich, ja. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Der Nico mit dem weißen Reifen ist natürlich eigentlich gefundenes Fressen. Aber wie gesagt, das ist natürlich dumm, denn ich hätte alles einmal tauschen können, for free eigentlich, weil ich ja so und so strafversetzt worden wäre. Also ob ich jetzt eine Komponente tausche und dafür diese 5 Plätze Strafe bekomme oder alle Komponenten, also 7 glaube ich wären es ja gewesen, das ist natürlich jetzt echt bitter. Hier kommen wir ganz spät, aber ich wirklich, weil ich glaube, das war zu spät und das war dann fast nahezu perfekt und ja, hier in dieser letzten Bus-Stop-Schikane. Jetzt hier Turn 1, ich meine mit Nico halte ich mich nicht lange auf, denn weiße Reifen, wir wissen, wenn ich da nicht schnell vorbeikomme, dann bremst er ein, lässt eine Gap zum Vordermann und das ist echt schwierig. Und hier noch einmal der Start. Ein Ferrari, ich kann euch nicht genau sagen, es schaut mir nach Leclerc aus, weil die gelben Akzente fehlen. Es ist safe, Max auf der rechten Seite, aber wer ist der Linke? Und das sollte, ja, das ist Sainz, doch, gelber Helm, das ist Carlos Sainz und hier in Turn 1. War diesmal mal genug Platz, also, aber ähnlich wie beim Sprint, vor allem beim Start, konnten wir auch hier in der ersten Kurve wirklich gute Plätze, uns sichern, überholen, Leute überholen, guten Platz uns einholen und dann hier ganz, ganz spät auf der Camel Straight konnten wir dann auch Lando Norris zurück überholen, das freut mich natürlich sehr und ja, da der bremst er verdammt früh, weil auch Nico sehr früh bremst. Und da gehen wir dann einfach, ja, es war eigentlich ein easy Overtake, dann auch innen genug Platz her. Ja, dann hatte ich hier, weil ich zu viel Platz gelassen habe, neben die Strecke auf diese dreckigen Feld hier. Und dann hier, das war genau, da verbremst, da gibt es die kleine Berührung, Reifen an Reifen und dann steckt dann Piastri wieder zurück. Es hätte auch schlimm ausgehen können, also ich bin mich da wirklich voll ernst verbremst, wollte dann die erste Kurve mit rausnehmen und das ist dann genau ins Gegenteil gegangen. Beinahe da den Anschluss an Hülkenberg verloren. Das ist aber noch gut gegangen. Und das Rennen hat noch einiges zu bieten. Bleibt also auf jeden Fall dran. Abonniert gerne den Channel. Und ja, lasst doch gerne Daumen rum da. Jetzt geht es aber natürlich hier wieder weiter. Und guckt euch das mal an. So spät auf der Bremse. Liegt vielleicht aber auch dran, weil Nico viel früher bremsen muss natürlich mit seinen weißen Reifen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mich verbremst habe. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hier Turn 1. War dann eigentlich auch easy, denn ja, wie gesagt, Nico hier eigentlich mit stumpfen Waffen, die weißen Reifen, 2 härtere Grade. Und jetzt hier ein Jack Doohan, das ist Platz 13, Purple Sector 1, das gefällt mir. Ohne DRS geht das Auto, aber mit dem DRS-Effekt sind wir echt nicht viel, viel schneller. Und das zippt mich ein bisschen an, also falls ihr da wisst, was ich meine. Es nervt ein bisschen, wenn dieser DRS-Flügel nicht den gewünschten Vorteil bringt. Jetzt hier ein Lance Stroll dran. Besser wie Norris, das ist eine Seltenheit, dass Stroll überhaupt mal besser ist als sein Teamkollege. Aber dass er dann so viel weiter vorne ist als Norris, das ist dann wirklich schon überraschend. Jetzt Purple im ersten Sektor, hat aber nicht gereicht. Nächste Runde, genau gleiche Kurve, Stroll immer noch vor uns. Das ist wirklich ein Katz- und Maus-Spiel hier. Die Reifen, die werden richtig drangenommen. Aber man muss natürlich bedenken, eine Runde dort, ja, 2 Spielbergrunden, naja, nicht ganz, 7 Kilometer, eine Spielbergrunde hat 4,3, also, ja, was heißt denn kurz, 3, ja, eigentlich 2 Monaco-Runden, ist eine Runde hier und das ist dann wirklich schon vom Reifenverschleiß hier ein Wahnsinn. Ja, und da kommt Jack Doohan wieder verdächtig nah an unser Heck dran, wir haben es zwar geschafft, hier ein Stroll, ja, den Vorsprung abzuknabbern, trotzdem wird das eine harte Session werden, gegen die da ja durchzugehen. Die Dreiergruppe vor uns ist eventuell noch drin, dann wird schwierig. Also es liegt nicht nur an dem Motor, dass wir im Sprint so langsam waren. Es ist, glaube ich, auch generell das Gesamtpaket. Unser Auto fühlt sich hier nicht
besonders wohl. Jetzt gehen wir in die Box rein mit Stroll und Tsunoda gleichzeitig. Die Boxeneinfahrt, auch eine interesting Sache hier. Ganz spät gebremst. Ich wollte wirklich die maximale Zeit rausholen. Und bitte Leute, nicht verkacken. Wir wissen ja, in den letzten zwei, drei Rennen ist es auch nicht immer gut gegangen. Und jetzt hier keine Unsafe Release. Das war toll. Von Ocon gibt ja, ab. Ja. Timing, so heißt es. Oh, rechts leicht geknackt, aber trotzdem 2,4, das ist gut. Da kommen wir ganz knapp hinter Yuki Ross. Den könnten wir uns hier auf Rouge nach oben holen. Ja, da rutscht jetzt der Nico durch. Der war eine Runde früher in der Box. Das ist natürlich genau das, was man nicht will, dass der Undercut der Gegner funktioniert. Trotzdem, da wird jetzt Yuki von Hülkenberg aufgehalten und da können wir nicht links vorbei. Da gehen wir rechts vorbei und das erinnert mich so an ein legendäres Schumacher-Überholmanöver. Ihr wisst, wovon ich rede. Dieser Überrundung-Überholmanöver, das ist schon sehr Klassiker hier. Und da können wir uns direkt zwei Plätze sichern. Denn bei uns war es keine Überrundung. Yuki und Nico jetzt hinten. Und das ist wirklich stark, denn ich fahre ja eigentlich all in all hier gegen Lance Stroll. Der ist nur 1,2 Sekunden vor uns. Und ja, den müssten wir uns eigentlich schnappen. Also der ist auch gerade erst in der Box drin gewesen. Das wird jetzt eine interessante Sache. Das wird eine Jagd. Wir müssen uns den Lance holen. Aber ihm eventuell natürlich nicht holen. Hier wieder verbremst. Das ist nicht meine Lieblingskurve. Direkt 13. verloren. Das ist gar nicht gut. Ich möchte halt im DS-Fenster sein. Auf Orange, dass wir uns da an Gelb. Da ist Gelb vor uns. Und ich realisiere ganz, ganz spät. Oh mein Gott, Leute. Oh, da kommt es hin zum Crash. Ich habe ganz spät realisiert, dass der langsamer wird. Und dann pup, auf einmal dieser Rauch. Halleluja. Das hätte echt schlimm ausgehen können. Und da hinten steht einer. Das ist, glaube ich, Nico. Und der ist ausgeschieden. Durch diesen Crash ist er tatsächlich ausgeschieden. Safety Car, glaube ich, wäre eigentlich eine Lösung. Aber schaut mir nicht so aus. Stroll. Warum fährt Stroll weiter? Nein, jetzt stellt er ab. Jetzt stellt er ab. Der ist noch ein paar Meter weiter gefahren. Also bitte. Das war so wow. Wir sind hier in Magnussen vorbei. Ich habe gar keine Ahnung, wie, was, wann wir hier gegen Magnussen gefahren sind. Das ist nur der 10. Platz. Ja, gucken wir uns das hier mal an. Dieser Power Slide, da waren wir ganz weit. Ich hatte schon eine Kurve vorher einen kleinen Rutscher. Und dann hier wirklich ganz, ganz weit an die Mauer dran gegangen. Und Runde Nummer 8, dieses Manöver hier. Aufpassen, Zusammenschnitt. Oh mein Gott, Leute, das war so knapp. Wir gucken uns das Ganze nochmal von Nikos Sicht hier an. Und da sehen wir direkt, ich bin ganz, ganz knapp und ja, kann nicht mehr ausweichen. Und da nochmal von Yuki, nochmal einer weiter hinten. Und da sehen wir jetzt auch dann direkt, was dann bei Hülkenberg los war. Ja, der ist da voll drauf geklatscht und hier dieses Drei-Überholmanöver. Er wird gezupft, nochmal gezupft und dann wirklich als spätester, also wirklich als letzter hier gebremst. Find das ist mein favorisiertes Überholmanöver. Und es hat hier noch einmal begonnen. Die Ardennen, sie weinen wieder einmal. Es regnet hier im belgischen Spa. Das ist natürlich jetzt bitter. Ich meine, wir haben genug Gap zum Hintermann. Aber wir sind natürlich auch nur 10. Platz. Albon oder Gasly. Wäre dieser Zwischenfall mit Stroll und so nicht gewesen, ich hätte näher dran sein können. Wir haben auch immer wieder aufgeholt. Aber hier in diesen, keine Ahnung. Übergangswetter, keine Ahnung, wie das Scheiße nennt. Es ist halt einfach nur beschissen, denn ich kann nicht mehr richtig pushen, verliere immer wieder ein paar Zehntel, auch auf den Hintermann, auf die Vorderleute sowieso und ich meine, wir waren auf 2,5 Sekunden dran, ich wollte jetzt wirklich im Endspurt hier rangehen ans Pushen und jetzt verlierst du und das ist dann wirklich schwierig, denn es wird immer nasser und ich denke mal auch in der letzten Runde werden wir hier sogar das DRS deaktiviert bekommen, weil es einfach beschissene Bedingungen sind. Es kann aber auch keiner in die Box, denn genau das ist. So, und jetzt noch einmal hier Bus-Stop und ja, dann haben wir es geschafft. Was soll ich euch sagen? Ein richtig, richtig spannendes, aber auch anstrengendes Rennen. Glaubt man gar nicht. Hier Spa-Francorchamps. Toll, das Wetter war bescheiden. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Ich meine, 10. Platz, wir nehmen einen wichtigen Punkt mit. Und das, obwohl wir von ganz hinten gestartet sind. Drive of the Day freut mich natürlich sehr. Und ab zur Siegerehrung. Ich sehe wieder Orange. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg.
Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Doppel-Ferrari und einmal in der Mitte der Verstappen. 33 Punkte. Verstappen nimmt hier bis auf den einen Platz, das ist glaube ich Zweiter im Qualifying, also im Sprint geworden, nimmt ja alle Punkte mit und auch wie in Wirklichkeit rasiert Red Bull generell auch hier in unserer Weltmeisterschaft. Michael nur 16 da, das ist ärgerlich. Ich habe mich hier in seinem Jahr zu Hause eigentlich mehr erwartet von ihm. Das ist dann wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Im Sprint nur 14. Platz. Da auch schon von 20 nur gestartet und ja, an der Rangliste rutschen wir hier nicht weit ab. Wir haben immer noch einen komfortablen 27 Punkte Vorsprung zu Lando, 20, 15 Punkte fehlen hier zu Hamilton. Also bin ich echt in einer guten Position, auch hier in der Konstrukteurs-WM haben wir gut Boden gemacht, denn durch den Ausfall von Stroll hat McLaren keinen Punkt im Hauptrennen hier gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Ich meine, die Rivalität haben wir verloren. Ich meine, das war mir auch schon klar, wie ich sie angenommen habe, dass wir da nicht punkten können. Ich freue mich dennoch auf morgen oder auf übermorgen. Also morgen werden wir vermutlich hier gleich weitermachen. Es geht nach... wo geht's hin? Nach Zandvoort. Das wird auch ein interessantes Rennen. Oben rechts die... Ich freue mich auch, wenn wir das Geld bekommen. Ich glaube, den müssen wir jetzt auch heute austauschen, oder? Gibt es noch einen Rivalen? Direkt ein Interview hier. Fragen und Antworten, Reifen... oder Aero. Weder noch. Ich habe keine Ahnung. Ist egal, ja. Es gibt sowieso immer irgendwelche IP oder so dazu. Louis Sebastian oder keiner. Ehrlich gesagt, war es Alonso. Mein Idol als junger Profi war, oder ich meine, halt generell, mein Kindheitsidol war Alonso. Es war gerade so die Zeit, wo ich Formel 1 lieben gelernt habe, so 2010, 11. Und meine Eltern haben Fernando supportet und ich dann natürlich auch. Ich meine, nicht nur wegen ihnen, ich meine, ich habe mich dann richtig in die Formel 1 verliebt und dann auch in den Fahrstil, in diese Perfektion von Fernando, die ist wirklich einzigartig. Neuer Sponsor wird, ist immer eine schwere Sache, 3 Punkte, das glaube ich könnte man schaffen. Es ist schwierig, wir nehmen das hier und ja, es ist leider die Partnerschaft gecancelt. Vielleicht gibt es 12 Millionen dennoch am Ende der Season. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wir machen hier noch ein paar Upgrades. Für heute war es das mal. Wie gesagt, morgen geht es dann nach Zandvoort ins Oranjeland. Das wird auch eine interessante Sache werden. Abonniert dafür unbedingt gerne den Channel kosten und lasst gerne einen Daumen da, falls euch meine Videos hier gefallen haben. Bis morgen oder später auf TikTok auch gerne. Auf ez_tobi. Bye.